Ein CDO hat die Aufgabe, für das Unternehmen eine Art Wegbereiter der Digitalisierung zu sein. Und das betrifft dann auch alle Teile des Unternehmens, von der Beschaffung über die Produktion, die internen Abläufe bis hin zur digitalen Kundenkommunikation oder dem digitalen Vertrieb, sodass das Unternehmen langfristig erfolgreich bleibt und die Chancen der Digitalisierung nutzt. Eine Komponente ist sicher Kommunikation, das heißt mit unterschiedlichen Formaten die Mitarbeiterinnen auch regelmäßig zu informieren und das möglichst an lebensnahen Beispielen, so wie sie eben die Digitalisierung auch jeden Tag im Privaten erleben. Und das Zweite ist, man lernt und adaptiert ja am schnellsten, wenn man Dinge auch anwendet. Deswegen ist es uns ein großes Anliegen, Digitalisierung nicht nur theoretisch zu erklären, sondern ganz konkret in Projekten, im täglichen Doing auch anzuwenden, sodass wir das auch in der Organisation besser verankern. Transformation bedeutet in erster Linie Veränderung. Und dabei geht es aber weniger darum, das, was wir tun, zu verändern, sondern vielmehr darum, das, wie wir etwas tun, zu verändern. Das heißt, neue Technologien, mehr Daten, neue Tools, das sind dann alles am Ende nur Mittel zum Zweck. Und am Beispiel von Daten kann man bessere Entscheidungen treffen. Am Beispiel von neuen Tools kann man die Aufgaben, die man heute hat, besser erledigen. Und dieser Teil der digitalen Transformation, der wird regelmäßig unterschätzt. Und das macht aus meiner Sicht den Unterschied.